Willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Heute geht es um die Fortnite-Mares, die Ende Oktober stattfinden werden. Halloween ist meine Lieblingszeit in Fortnite. Schreibt euren Epic Games Name unten in die Kommentare rein, lasst einen Like da und benutzt ganz wichtig den Creator-Code Seville, denn so hast du eine Chance von mir, einen Skin zu bekommen. Bleib bis zum Ende dran, es lohnt sich dran zu bleiben und wir gehen rein ins Video. Bis dann, let's go. So Leute, wir befinden uns jetzt aktuell bei unserer Lieblingsstadt zurzeit in Fortnite und ich wollte es gerade noch im Video sagen, wir haben den neuen Schockwellenwerfer, Leute. Der ist jetzt offiziell im Spiel drin. Was für ein Glück wir gerade einfach haben, dass wir den direkt finden. Also das ist ja nicht mal ein kranken Start in Fortnite. Ich glaube... Hä? Warte mal. Kommt der aus jeder Kiste raus? Nee, hä? Entweder hatten wir krankes Glück oder der kommt aus jeder Kiste raus. Aber gerade kam der nicht raus. Leute, ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal beide mit, würde ich sagen. Und wir fangen heute, schau mal, mit den News an. Mit den Skins heute. Und zwar, wir haben das neue Crew-Paket im Spiel drin. Ihr seht auch schon meinen Skin. Will die AR mich verarschen? Ey. Ey. Neues Crew-Paket-Skin ist da. Das ist nämlich den, wo ich gerade habe. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich, der wäre übel scheiße. Aber mittlerweile finde ich ihn eigentlich ganz geil. Ich finde dem sein Backbling richtig cool, wenn ich ehrlich bin. Der gefällt mir mega. Gebt euch mal dem sein Backbling. Mit diesen, ja, zwei aufladbaren, sage ich jetzt einfach mal, wie soll ich das nennen? Flaschen? Ich nenne es einfach mal Flaschen. Oh, gut, dass er mich weggehauen hat, Digga. Ehrenmann. Und ja, an sich ist der Skin sonst eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, Backblink ist da mein Favorit. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Skin anhand dem Backblink geil finde. Das ist, glaube ich, das erste Mal, Leute. Also, das habe ich... Wenn es nicht das erste Mal ist, dann habe ich es ganz, ganz selten sowas. Und ich frage mich halt, wie? Wie zum Teufel? Wie zum Teufel kommt der da hin? Auf einmal. Mal kurz wegfahren hier. Das sammle ich kurz ein. So, zack. Und abhauen. Kurz abhauen. Oh, shit. Verarsch, Digi. Verarsch, Digi. Oh mein Gott, da ist jemand. So, Leute, vielleicht schaffen wir es. Hey, was geht hier gerade ab? Junge, ich komme gar nicht zu meinen News, Leute. Sorry, dass ich hier gerade gar nicht rede, aber ich war gerade so im Fokus. So, auf jeden Fall, Crew-Skin ist richtig Baba. Dann, Leute, bekommen wir einen neuen Dark Scully-Skin. Ist im Hintergrund eingeblendet. Dieser wird demnächst freischaltbar sein. In Fortnite. Und zwar wird er im Verlaufe dieser Saison freischaltbar sein. Und dieser Skin wurde nämlich für Kapitel 2, Season 4 gedacht. Also der Skin ist schon richtig alt eigentlich. Und dann bekommen wir endlich diese Saison ins Spiel rein. Das waren heute die Skins auf jeden Fall. Mehr Informationen gibt es nicht zu den Skins. Dann kommen wir jetzt zu allgemeinen Informationen zu Fortnite. Als erstes wurde ein abgestürzter Battlebus-Ballon soeben in ein kleines Update hinzugefügt. Das wurde auch in den Files gefunden. Seht ihr jetzt auch gerade mal hier im Hintergrund. Und das ist einfach so ein, ja, so ein abgestürzter Ballon irgendwie. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, für was der Ballon stehen kann. Ihr könnt mir ja eure Meinung in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, wofür der Battlebus-Ballon ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich sowas noch nie gesehen habe in Fortnite. Also, für was könnte der stehen? Ich habe wirklich 0,00 Plan. Also 0,00. Abgestürzter Ballon. Keine Ahnung, wirklich, Leute. Dann haben wir nächste Woche was unnormal Geiles, Freunde. Das ist mal ein richtig geiles Event. Und zwar veranstaltet Fortnite nächste Woche ein Signature Showdown mit 16 deutschen Creatoren. Und bei diesem Showdown geht es darum, dass man sich selber als Logo in Fortnite haben kann. Ihr habt richtig gehört, man kann
in Fortnite rein. Ich glaube, das ist der Traum eines jeden YouTubers. Also mein Traum wäre es auf jeden Fall, irgendwann mal ein Logo in Fortnite zu haben. Ich meine, wessen Traum ist es nicht? Das ist mein Hauptgame. Ich liebe das Spiel. Und stellt euch mal vor, ihr habt dann euer eigenes Logo im Spiel. So, wie krank ist das? Sei es einfach nur ein Logo bei einer Wand oder bei einem Emote oder Spray. Und anscheinend bekommen die erst drei Platzierten, die 1 bis 3 Platzierten einen Spray oder Emote mit ihrem Logo drauf. Die anderen Platzierungen weiß ich jetzt gerade nicht, was sie kriegen, aber ich glaube, die kriegen auch einen Preis. Also das steht nächste Woche an, Leute, verpasst das auf keinen Fall. Ich denke, das werden richtig viele streamen. Und eventuell gibt es da noch eine Überraschung. Mehr sage ich jetzt nicht. So, dann kommen wir zu einer nächsten News, und zwar ist ja die Kollaboration Fortnite x Monopoly mittlerweile schon langsam erschienen. Und zwar nicht in Fortnite, sondern in den Spielwarenläden. Denn es gibt ein neues Fortnite x Monopoly. Es gibt schon eins, das weiß ich. Ich habe schon mal eins gesehen, ein Fortnite x Monopoly. Aber jetzt ist ein neues rausgekommen. Und wenn ihr euch dieses Fortnite x Monopoly kauft, dann kriegt ihr einen Early Access Code von Fortnite und bekommt vor allen anderen früher die Backblinks von Monopoly im Spiel. Also ihr könnt einer der ersten sein, die diese Backblinks haben. Und könnt so ein bisschen angeben, weißt du, vor euren Freunden. So viel zu der Kollaboration. Wir werden auch eventuell einen Skin noch bekommen in Fortnite zu Monopoly. Und ja, das ist die Nachricht von Monopoly. Dann kommen wir zu den Waffen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben den neuen Shockwave Granatwerfer im Spiel drin. Ich finde ihn eigentlich ganz lustig, ist jetzt keine starke Waffe, aber ganz geil. Dann kommen wir jetzt zu der heiß ersehnten News in meinem Video, Leute, die Fortnite-Mares. Wir haben heute den 1. Oktober, glaube ich, tatsächlich. 1. Oktober. Eieiei. Eieiei, wer schießt denn meinen Dinosaurier ab? Oh, jetzt konzentriert er sich auf mich, ne? Der Dino. Oder? Ey, jetzt hör mal auf. Ich wollte dich gerade retten, Mann. Ach, die sollen die endlich mal rausnehmen aus dem Spiel. Am 31. Oktober ist es soweit. Es ist wieder Halloween-Zeit. Und es ist eine meiner Lieblingszeits. Hä? Was habe ich für Sprachfehler? Lieblingszeit. Ich sage euch ehrlich, ich habe seit ein paar Monaten so Sprachfehler, Leute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und da wird es auf jeden Fall auch wieder ein Fortnite-Mares-Event geben, Leute. Ich kann euch schon mal ein paar Infos geben, was wir dieses Jahr kriegen werden. So, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall neue Skins bekommen. Das ist zu 100%ig sicher. Neue Challenges, 100%ig sicher. Map-Änderungen, auch ganz safe, Leute. Ihr wisst ja immer, die Map wird dann immer ein bisschen verändert. Der Battlebus wird in Halloween-Dekoration geschmückt. Wir bekommen höchstwahrscheinlich, Leute, wieder unseren Lieblingsboss, Shadow Midas. Und jetzt passt auf, wusstet ihr eigentlich, dass es keinen Shadow Midas Skin gibt? Ich wusste das tatsächlich, aber ich habe mir gedacht, ich muss euch das sagen, weil es bestimmt viele Leute nicht wissen, dass Shadow Midas nie als Deal rausgekommen ist. Und ich habe mir den immer gewünscht. Man konnte ihn damals nur freischalten, wenn man ihn getötet hat und sich dann als Mystique in ihn verwandelt hat. Und das liegt für mich eigentlich ganz klar auf der Hand, dass der wieder rauskommen wird auf jeden Fall. Da bin ich mir zu 100%ig sicher. Scheiß auf die Waffe. Die lassen wir mal hier. Ich will meinen Schockwellengranatwerfer ausprobieren. Und ich freue mich auf Shadow Midas. Ich kann mich noch ganz genau an die Zeit erinnern. Damals habe ich auch mit meinem Kanal hier durchgestartet auf YouTube. Und es war genau die Zeit. Und es war eine meiner Lieblingszeiten auf ganz YouTube, Leute. Also wirklich. Darauf können wir uns freuen, Shadow Midas, einfach Baba-Typ. Letztes Jahr hatten wir auch noch einen Broomstick-Gleiter, also einen Besengleiter. Diesen Gleiter konnte man als legendäres Item finden, also genau wie das hier zum Beispiel. Und man konnte dann mit diesem Gleiter fliegen. Also man konnte einfach bauen und dann fliegen mit diesem Gleiter. Was mir dabei gefallen hat, man hatte richtig viel Mobilität, man war richtig schnell von A nach B. Und ich denke auch, dass sie dieses Jahr so etwas reinbringen werden. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, Freunde, weil es letztes Jahr schon viele gefeiert haben. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall den Besengleiter wieder in diesem Jahr sehen. Dann kann ich euch sagen, wann die Fortnite-Mares stattfinden werden. Das wird genau wie letztes Jahr sein. Das Einzige kann sein, dass sich es um 1 bis 2 Tage verändert. Und zwar war es letztes Jahr vom 24. Oktober bis zum 31. Oktober. Es geht also genau 7 Tage, die Fortnite-Mares, und ihr habt in einer Woche Zeit, euch die ganzen Sachen freizuschalten.
Ey! Der hat gerade Fleisch auf mich geworfen. Okay, da heilt sich gerade, Leute. Ist immer auf korrekter Basis oder nicht korrekt? Okay, ich muss abhauen. Ich habe keinen Bock zu sterben, bin ich euch ehrlich. Erstmal in die Zone rein. Also ich freue mich geisteskrank auf Fortnite Mares, Leute. Beste Zeit einfach. Digga, alles klar. Auf einmal sind die Ding geworden. Die sind Ding geworden auf einmal. Ey, was haben die denn für ein Aim? Jetzt ist gut, mein Junge, okay? Jetzt ist gut mit dir. Der wollte mich ja mal richtig hops nehmen, der Typ. Und jetzt haben wir was Ultrakrankes zu den Fortnite-Mares, Leute. Vor ein paar Wochen ist ja ein Fortnite-Trailer rausgekommen. Und jetzt achtet mal ganz genau bei diesem Fortnite-Trailer, was wir im Hintergrund sehen. Wir sehen eine große Gestalt, so eine Art, ja, Siren Head. Oder wie hieß dieser Typ damals, wo alle Schiss hatten? Genau, Slenderman. Sieht auch irgendwie aus wie Slenderman so ein bisschen. Und noch niemand weiß, was es mit diesem Monster oder gruselige Gestalt auf sich hat. Viele gehen davon aus, dass wir einen neuen Boss kriegen werden bei den Fortnite-Mares. Sozusagen so ein Riesenmonster. Wir hatten ja vor 2 Jahren Fortnite-Mares, wo wir immer gegen ein Monster kämpfen konnten. Und es könnte sein, dass wir dieses Jahr das neue Monster kriegen werden, was in diesem Trailer zu sehen ist. Es ist nicht bestätigt. Das ist meine Vermutung, Leute. Also wie gesagt, das ist nicht offiziell oder so. Und das ist meine Vermutung hier auf jeden Fall. Da ist noch einer, ne? Die müsste hier sein. Boah, nice one. Also es wäre schon wild, weil ich würde mich freuen wieder auf einen Monster. Hatten wir lange nicht mehr. Aber es könnte auch sein, dass, wie gesagt, Monster rauskommt, Midas rauskommt, die Agency wiederkommt. Mal gucken. Wenn ihr euch auf die Fortnite-Mares freut, dann lasst auf jeden Fall mal einen dicken Like da. Denn das ist, glaube ich, von uns allen eine der Lieblingszeiten in Fortnite. Ich weiß nicht, das erinnert mich einfach an damals und es ist so ein Nostalgiegefühl. Weiß nicht, es war einfach immer übelst geil. So, ich suche gerade noch immer die letzten Leute und ich weiß gerade nicht, wo die sind. So, wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Action mit dem Schockwellengranatwerfer. Ey, nein! Da vorne ist er. Aha, ist der letzte. Nein. 1 HP. Halsmaul. Halsmaul. Okay, was machen wir jetzt, Freunde? Wir müssen den Sieg auf jeden Fall holen. Und den holen wir jetzt auch. GG, würde ich sagen. GG, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Das war's von heutigen Video. Bis dann und ciao, ciao.